gute Architektur, hat ein Professor von mir mal gesagt, muss sein wie trockenes, gutes, altes Brot. Das nimmt man in den Mund und im ersten Moment denkt man, was hat man da? Und dann fängt man das Kauen an und nach einer gewissen Zeit wird das Ganze ganz süß und voll und es gefällt einem. Der Wunsch der Universität war gewesen, ein attraktives Zentrum für das Markusgelände zu schaffen. Es wurden verschiedene Funktionen von uns erbeten. Das eine war, dass die Studenten dort arbeiten, Laptop aufmachen und sich in Ruhe auf eine Vorlesung vorbereiten, dass sie sich in Gruppen treffen, dass aber auch, wenn da mal ein Symposium ist, das so als Mittelpunkt da ist, als Treffpunkt, wo man sich dann auch versorgen kann. Die Situation am Markusgelände ist eigentlich eine ganz tolle für Architekten. Wir haben einen geschlossenen Block aus dem Historismus, also um die Zeit 19. Jahrhundert. Da stehen sehr schöne Gebäude, innen drin zwei alte Villen, auch aus der gleichen Zeit, und ein neues Universitätsgebäude, beschränkt den Platz. Das ist ein großer Baum und eine schöne große Wiese und es war noch ein Platz frei in der Mitte und den durften wir bebauen. Und das war jetzt genau die Aufgabe, wie schafft man das in diesen unterschiedlichen Zeiten, die sich da auch abbilden, auch wirklich ein Gebäude zu platzieren, was dem Anspruch gerecht wird. Also die Formensuche bei der Cafeteria war eigentlich ganz einfach. Ich habe einen großen Platz, den muss ich beleben und da nehme ich mir Situationen, die ich kenne. Ich kenne ein Forum, eine Agora aus dem Griechischen, die funktionieren sehr gut, einfach durch diesen Stützenraster, durch diese Situation der Arkade. Eine Arkade zieht die Menschen an, sie wollen sich darunter setzen. Dieses Thema, dieses historische Thema, das haben wir einfach genommen und haben das natürlich modern umgesetzt, haben das mit Beton sehr kräftig ausgebildet und haben dann als starken Kontrast das Glas. Diese kräftige Architektur bekommt dann ganz einfach diesen Gegensatz ganz leicht zu wirken. Transparenz hat natürlich ganz klar die Botschaft, kommt rein, ja, ich will mich zeigen. Transparenz ist eine Einladung. Bei der Einweihung habe ich ein schönes Bild gesehen, da saß der Dekan und hat den Reden zugehört und jenseits der Glasscheibe draußen saß eine Studentin und hat gearbeitet. Da haben sie entdeckt, dass sie eigentlich ganz nah beieinander sitzen und haben sich zugelächelt. Und da habe ich als Architekt gesagt, das ist eigentlich ganz gut, was wir da gemacht haben.